Hat nicht so ganz gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber Happy New Year! Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr mit neuen Herausforderungen, mit viel Kreativität und dass wir hier ganz viele tolle Sachen zaubern und ich euch vielleicht auch ein bisschen was Neues zeigen kann. Heute fangen wir mit dem Thema Lettering an. Ich habe euch ja im 24. Türchen vom Adventskalender schon angekündigt, dass ich die Sonntage, also sonntags mit Lillys, beibehalte. Und wir werden jeden ersten Sonntag im Monat uns mit dem Thema Lettering beschäftigen. Und jeden dritten Sonntag im Monat werden wir uns mit dem Thema Illustration, Malerei, na mal schauen, was wir da alles noch so machen können. Und sicherlich wird irgendwie in beide Thematiken auch mal die Sache DIY oder irgendwas, was man basteln, machen, tun kann, mit einfließen. Aber wir starten hier heute mit Lettering. Das Konfetti lasse ich jetzt mal hier einfach rumliegen und möchte euch mal grob zeigen, worum es sich heute handeln wird. Wir werden uns mit dem Thema schwarzes Papier bzw. welche Stifte kann ich auf schwarzem Papier anwenden. Ihr seht, dass ich hier eine ganze Ladung mal vorbereitet habe, einfach nur mal so ein paar Tests auf dem schwarzen Papier. Ich möchte euch natürlich nicht nur ein paar Gekrakel auf schwarzem Papier zeigen. Ich möchte mit euch heute, und ich habe es tatsächlich auch noch nicht vorbereitet, ich möchte das spontan hier mit euch zusammen machen. Und zwar möchte ich ein, na, Vorsätze ist vielleicht zu viel gesagt. Was wünsche ich mir für das Jahr 2022? Auf dem Format A5. Ihr könnt ein kleineres Format nehmen, ihr könnt ein größeres Format nehmen, das ist total egal. Möchte ich mit euch heute eure Wünsche aufschreiben. Ob es jetzt ganz einfache Wünsche wie Glück und Liebe oder Freundschaft oder irgendwas anderes sind. Also einfach das, was ihr gerne noch mehr festigen wollt vielleicht für 2022, möchte ich gerne, dass ihr euch das aufschreibt. Und wenn euch euer Ergebnis gefällt, dann könnt ihr euch das natürlich auch aufhängen. Und ich möchte euch hier ganz einfache, ganz verschiedene Schriftarten und Stile heute zeigen, die wir in einem Bild miteinander kombinieren. Wie das im Endeffekt aussehen wird, das kann ganz unterschiedlich sein. Also ihr könnt das hier mit mir zusammen machen, ihr könnt eure ganz eigenen Schriften entwickeln. Das ist ja das Schöne am Lettering. Ihr könnt kreativ sein und ja, was ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, ihr seht ja, es hat sich auch hintergründlich ein bisschen was geändert. Ich dachte mir, ich werde meine Hintergrundfarbe ändern aus dem Grunde, dass einfach das, was ich hier mache, ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Der pink-rosane Hintergrund, der war doch schon immer sehr präsent. Und ich dachte mir fürs neue Jahr, probieren wir mal was Neues aus. Wenn es mir im Endeffekt nicht gefällt oder euch nicht zusagt, dann können wir auch wieder zurückschwenken. Es gibt ja noch so viele andere tolle Farben und andere Untergründe. Vielleicht entscheide ich mich auch irgendwann mal für Holz oder irgendwas. Aber jetzt machen wir erstmal hier mit Grau weiter für dieses Jahr oder für den Anfang des Jahres. Ich möchte mit euch nochmal die Stifte durchgehen. Ich möchte euch einfach nur mal zeigen, was ich für Stifte da habe, was man verwenden kann, welche Art von Stifte ihr verwenden könnt. Ich habe hier eine ganze Palette durchgetestet. Das ist bei weitem noch nicht alles, was ich hier habe. Eine gute Auswahl davon. Und ihr seht, das ist auch eine Mischung zwischen ganz normalen Gelschreibern, Faserstiften und auch Brushpens. Wir gehen die jetzt einfach mal zusammen ganz fix durch. Ich möchte hier irgendwie auch gar nicht irgendwie irgendeine Werbung oder irgendwas machen. Also ich setze jetzt mal in Anführungsstrichen Werbung hier rein, aber ich werde für diese Werbung oder für dieses Präsentieren, was ich euch heute zeige, werde ich nicht bezahlt. Das sind zum Teil mal ältere PR-Samples gewesen. Aber ansonsten ist auch vieles dabei, was ich selber gekauft habe und ihr könnt euch ja entscheiden. Und vielleicht, oder habt ihr ja auch schon vielleicht eine Menge zu Hause. Wir fangen mal ganz einfach hier oben an, denn das hier oben, diese drei Sorten oder Arten von Stiften, das sind alles Jelly Rolls. Diese Jelly Rolls, die sind von Sakura. Da habe ich unter anderem einmal hier diese Stardust, wie ihr hier so schön seht. Die glitzern unheimlich toll. Ja. Also die sind wirklich, ja, die mit denen kann man nur richtig schön auf dunklem Papier schreiben und malen. Ihr seht auch hier, das glitzert alles schon schön. Ich packe die jetzt mal noch nicht aus. Ich werde die gleich im weiteren Verlauf auf jeden Fall den ein oder anderen davon noch verwenden.
Dann habe ich noch ein paar einzelne Jelly Rolls. Das sind hier einmal in rosa und einmal in Peach. Die nennen sich Soufflé. Das sind diese beiden hier. Und die sind so ein bisschen erhaben. Also so ein bisschen, also man merkt die auf jeden Fall auf dem Papier. Und das Schöne, was die so mit sich bringen, die sieht man zum Anfang ganz unscharf, sage ich mal. Und wenn die trocknen, beobachtet die jetzt mal im weiteren Verlauf, dann werden die so richtig schön hell. Ein anderer Jelly Roll ist ein schöner Hingucker auf schwarzem Papier, denn der hat so eine nasse Optik. Ihr könnt das hier so sehen. Ja, ich weiß nicht, ob man das so gut wahrnehmen kann. Aber der, nicht aber, sondern der hat, wie gesagt, der hat so eine nasse Optik. Und mit dem kann man auch, ein Krümelchen dran, mit dem kann man schöne Highlights setzen, aber auch Letterings oder Buchstaben für sich alleinstehend malen oder schreiben. Dann haben wir hier für mich im Standardsortiment bei mir zu Hause Weiß, Gold und Silber, ja, von Uniball. Immer sehr schön auf farbigen, dunklen Papier. Und der Weiße, der geht bei mir in den Workshops auch immer mit raus. Einen neuen Stift, den ich mir letztes Jahr angeschafft habe, der ist von Staedtler, ein weißer Brushpen. Ja, der macht schon was her. Und dann zwei von Edding, die kriegt man tatsächlich eigentlich in jedem Schreibwarenladen. Auch einmal Gold und Silber. Ihr seht, Gold habe ich schon mehr benutzt als den silbernen. Ja, so viel zu den einfachen Stiften. Gut, jetzt ein Brushpen war mit bei. Und dann habe ich aber noch eine ganze Palette andere Brushpens. Ich habe hier einmal von Online Germany so eine kleine Packung. Da ist Gold, Rot, Silber, Blau und Grün dabei. Das sind die hier. Mit denen kann man auch richtig tolle Sachen machen. Die teste ich jetzt mal nicht aus. Und dann habe ich noch von Karin diese feine Box hier. Da sind auch einmal, nicht einmal, da sind auch noch 10 verschiedene Brushpens, Deko-Brushpens, mit denen kann man auch auf verschiedenen Untergründen malen und schreiben. So auch hier auf dieser Metallbox könnte man super damit arbeiten. Welche Stifte natürlich auch immer auf dunklem Untergrund gehen, sind Acrylmarker. Ja, habt ihr ja gerade schon gehört von mir. Ich habe hier eine ganze Palette von Molotow. Die gehen natürlich immer schön schön vorher. Die gehen natürlich auch immer auf dunklem Papier. Ne? Also da ist auch egal, welche Farbe, ob hell oder dunkel, die gehen immer. Von Karin habe ich tatsächlich auch noch welche. Die sind letztes Jahr, haben die veröffentlicht. Und das sind tatsächlich so Acrylmarker. Acrylmarker mit Brushspitze. Ja, also da kann man auch super auf dunklem Papier mit malen. Natürlich vorher auch immer schütteln. So, jetzt habe ich hier eine ganze Palette an Stiften vorgestellt. Und mal schauen, welche wir hier heute benutzen für das Lettering, was ich mit euch zusammen zaubern möchte, beziehungsweise ob es gute Vorsätze, ob es Wünsche sind, das könnt ihr euch selber aussuchen. So, dafür brauchen wir ein neues Blatt Papier. Ich habe hier das von Claire Fontaine benutzt, das Paint On A5 Größe. Dieses klebe ich mir tatsächlich ab, weil ich nämlich auch ein bisschen über den Rand hinaus arbeiten möchte. Wenn ihr welches habt, was zu doll klebt, dann könnt ihr euch das ruhig mal, ob jetzt auf Papier oder auf der Haut, dass ihr euch das Papier danach nicht kaputt reißt. Wenn ihr Ränder abkleben wollt,
nutzt bitte Washi-Tape oder Malerkrepp oder ähnliches, aber kein normales Klebeband. Also, ich möchte, kramme mal die Ärmel hoch. Ich möchte, ich will hier nicht alle Wörter in Reihe und Glied stehen haben. Also ihr könnt die gerne durcheinander schreiben, ihr könnt die aber auch gerne in Reihe und Glied schreiben, Zeile für Zeile, aber das möchte ich nicht. Ich möchte die unterschiedlich groß, in unterschiedlichen Stilen und natürlich auch unterschiedliche Worte. Und ich habe mir das abgeklebt, weil ich auch ein bisschen über den Rand hinaus arbeiten möchte. Deswegen, da brauche ich dann halt nicht drauf achten, da kommt der Rand, da muss ich jetzt vorsichtig sein, sondern dann arbeite ich einfach weiter. Mal schauen, wie wir das jetzt hier anfangen. Also ich würde nämlich vorschlagen, dass wir einfach in der Mitte anfangen. Wir setzen einfach ein Wort, vielleicht ein Wort, mit dem ihr euch am besten anfreunden könnt, setzen wir direkt in die Mitte. Und ich fange da direkt mit dem Jelly Roll an. Ich wollte euch ja noch zeigen. Schaut mal, jetzt ist der weiß geworden. Mit dem fange ich auch an. Ihr könnt euch das natürlich vorzeichnen mit einem Bleistift. Ihr könnt euch Linien vorzeichnen. Ich zeichne jetzt hier blind drauf los. Und ich wünsche mir für das Jahr Liebe. Das ist für mich ein prägnanter Wunsch, den ich habe. Und den schreibe ich jetzt hier direkt in die Mitte rein. Und ich schreibe den jetzt hier in größeren Blockbuchstaben. Da könnt ihr ganz flexibel agieren. Machen wir denn weiter? Liebe, mit I geht's weiter, ne? Ja, mit I. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr eure Buchstaben auch immer oder eure Worte immer mal vorzeichnen. Ihr gerne wissen möchtet, wie die sich vielleicht machen auf der Form. Liebe. Ganz markant, jeder Buchstabe in dem gleichen Styling, aber vielleicht ein kleiner Stilmix in den Buchstaben an und für sich. Ja? Und ihr seht so richtig schön, wie das nachzieht von der Helligkeit. Jetzt können wir hier natürlich auch vielleicht ein kleines Highlight zu setzen. Mit dem Glaze heißt er übrigens, das habe ich gar nicht gesagt vorhin. Den Glaze. So einen kleinen Schatten setzen. Und hier können wir jetzt alles ringsrum ausbauen. Ja? Wie gesagt, es soll kunterbunt werden. Zuversicht. Ich gehe natürlich immer gedanklich, gehe ich immer alles lang. Zuversicht. Ja? Zuversicht. Also ein bisschen enger.
Zuversicht. Hoffnung. Gesundheit. Der Online hat zwei unterschiedliche Spitzen. Ich nehme jetzt hier mal diese Keilspitze. Glück. Freude. Es ist natürlich jetzt nicht perfekt abgestimmt hier. Ich gehe auch noch mal mit dem Glaze lang. Man kann natürlich auch kleine Schmuckelemente noch einsetzen. Wie hier zum Beispiel der Liebe. Ein vierblättriges Kleeblatt. Man muss ja auch nicht einzelne Worte nehmen. Immer ein offenes Ohr. Also ich möchte auch immer gerne ein offenes Ohr haben. Und natürlich wünsche ich mir auch gerne immer ein offenes Ohr, egal wo ich hingehe. Man jetzt hier natürlich noch Ohren dran setzen, wenn man das dann möchte. Nee. Kleine Sternchen. Immer ein offenes Ohr. Bei dem Wort Freude können wir hier natürlich auch noch ein paar Highlights setzen. Also wir können die Worte mal gerne noch aufpeppen. Okay, Gesundheit, Liebe, Zuversicht, Hoffnung, Glück, immer ein offenes Ohr, Freude, Kreativität wünsche ich mir auch. Kreativität und Inspiration.
finde ich ja auch, ne? Also das wünsche ich mir natürlich auch, dass ich immer von irgendwas inspiriert sein kann. Kreativität können wir hier auch Pinsel. Hier noch Kreativität. Inspiration. Also Inspiration. Ihr seht, es füllt sich und füllt sich und ich mag es eigentlich irgendwie, auch wenn es total ein bisschen konfus erscheint. Also Kreativität, Inspiration, Gesundheit, Liebe, Glück, Zuversicht, Hoffnung, immer ein offenes Ohr, Freude, Gemeinschaft, das schreibe ich hier unten hin, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Zusammenhalt, das wünsche ich mir auch. So viel Platz ist dann gar nicht mehr, ne? Zusammenhalt. Ein bisschen Blau könnte man noch reinbringen. Ein bisschen Glitzer vor allen Dingen, das haben wir noch gar nicht. Familie. Ich bin letztes Jahr Tante geworden. Man kann natürlich auch Namen hinschreiben, ne? Namen könnt ihr natürlich auch aufschreiben. Familie. Ein Wort kriegen wir noch hin. Und den Rest füllen wir gleich mit Sternchen und Herzchen und Kleeblättern. Ein Wort noch. Zusammenhalt, Familie, Inspiration, Kreativität, Gesundheit, Liebe, Zuversicht, Glück, Hoffnung, Gemeinschaft. Immer ein offenes Ohr, Freude, Freundschaft. Ne? Also Freundschaft ist ja auch wichtig. Ist auch wichtig. Freundschaft ist wichtig. Das quetschen wir hier noch rein. Freundschaft. Ich weiß, wir haben wenig Brushpens benutzt, aber ich glaube, ihr werdet in Zukunft auch noch merken, dass ich ein großer Fan vom Handlettering ohne Brushpens bin.
So, Freundschaft wird rosa. Gute Lösung. Freundschaft. Eingeschlossen in die Familie. So, hier unten bei Freude machen wir noch ein Kleeblatt rein. Können wir die Herzchen auch in anderen Farben machen. In Weiß. Hier habe ich auch ein Weiß. Oder aber auch, was haben wir hier? Rosewood. Sternchen. Oder einfach hier an den Rand. Das gefällt mir gut. So, und bei Zuversicht oben, nee, bei Zusammenhalt. Fertig. Ich bin fertig. Mir gefällt das so. Es ist bunter geworden, als ich dachte. Wenn ihr das Washi-Tape jetzt abmacht, macht das wirklich vorsichtig. Ihr seht schon hier die schwarzen Fasern, ne? Ja. Schaut mal, das hier unten ist das, was ich vorher abgeklebt habe. Oh. Oh. Was ich vorher an meiner Hand abgeklebt habe. Das ist wirklich sehr empfindlich, dieses Papier. Entweder ist es Papier. Nee, ich habe ja sonst auf anderem Papier habe ich damit gar keine Probleme, muss ich tatsächlich sagen. Das müssen wir noch mal üben. So ist das, wenn man nichts vorbereitet. Dann spontan drauf los ackert hier mit euch zusammen. So, aber wie ich finde, man sieht es auf dem schwarzen Papier nicht allzu doll. Trotzdem gefällt mir das Ergebnis. Ihr könnt jetzt natürlich, wenn das euch das hier stört, das E nochmal nachgehen. Der Rest passt gut rein. So, ich habe jetzt hier das geballte Chaos auf meinem Schreibtisch veranstaltet. Ihr seht es noch gar nicht im ganzen Ausmaß. Hier an den Seiten sieht es noch viel schlimmer aus. Ich freue mich, wenn ich euch inspirieren konnte. Inspiration. Ich freue mich, wenn ich euch vielleicht auch einen kleinen Anstupser geben konnte, um euch ein paar Wünsche für dieses Jahr aufzuschreiben. Wie diese Wünsche aussehen, das liegt ganz bei euch. Ob sie sehr intim sind oder ob das Wünsche sind, die ihr vielleicht teilen möchtet mit uns. Wenn ihr
Lust habt, es zu teilen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Hashtag Sonntags mit Lillys verwendet. Und vielleicht auch mich markiert mit @lillys.berlin auf Instagram. Dann sehe ich das auf jeden Fall und schaue es mir sehr, sehr gerne an. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben, auch in verschiedenen Stilen, verschiedenen Formen von Buchstaben, euch einfach mal aus eurer Komfortzone rauszubewegen und einfach drauf loszumachen, ohne viel nachzudenken. Ich bin gespannt, wie eure Ergebnisse aussehen und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen und ein bisschen zusammen malen, illustrieren oder was auch immer mir noch einfällt. Bleibt gespannt. Tschüss und startet weiterhin gut ins neue Jahr.